Guten Tag allerseits, mein Name ist Markus Kafka und ich habe jetzt die große Ehre und das Vergnügen, gleichermaßen die Geschichte Tekken mit Phil von Hendrik Thiel vorzutragen. Er ist einer der Gewinner des Freunde fürs Leben Kurzgeschichtenwettbewerbs. Los geht's. Die Krawatte sitzt nicht. Frustriert löse ich den Knoten, überlege kurz, ob ich sie weglassen soll und binde sie dann zum dritten Mal. Ich sehe meine Hände im Spiegel zittern. Ich bin Bankangestellter, ich kann Krawatten binden, ich mache das jeden Tag, aber ich gehe nicht jeden Tag auf eine Beerdigung. Ich erinnere mich nicht genau, wie ich Phil kennenlernte. Er ging auf die gleiche Schule, einen Jahrgang über mir, und seine Eltern wohnten bei uns um die Ecke. Zwischen Schulweg, Schulhof und diversen Spielplätzen ist uns aufgefallen, dass der jeweils andere auch ständig da war. Es gab keine Suche nach gemeinsamen Interessen, keine Abtastphase. Wir wurden Freunde, weil wir beide einen Freund brauchten. Nach dem vierten Versuch bin ich mit dem Knoten zufrieden und gehe auf die Veranda. Mein Vater pflanzt oder jätet im Garten, das Radio spielt dazu die Superhits der 80er, 90er und von heute. Meine Mutter sitzt in einem weißen Gartenklappmöbel und mustert mich mit wegen der Sonne zusammengekniffenen Augen. Siehst gut aus, mein Schatz. Ich hebe kurz den Mundwinkel und weiß nicht, was ich tun soll. Es ist viel zu früh, um loszugehen, das Wetter ist zu gut für eine Beerdigung. Willst du dich nicht ein bisschen zu mir setzen? Ist so schön heute, sagt meine Mutter. Und nur ihr Blick spricht weiter. Und wir sehen uns doch so selten. Ich will nicht. Ich gehe nochmal nach oben. Wir verabredeten uns zum Spielen. Einmal, öfter, nur noch. Wenn er vor mir Schulschluss hatte, wartete er auf dem Schulhof auf mich, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Er gab mir nie das Gefühl, ihm irgendetwas schuldig zu sein. Andersrum entschuldigte er sich auch nie, wenn wir uns mal gestritten hatten. Einmal schlug er mir beim Rangeln einen Milchzahn aus und während ich heulte, streckte er seine dünnen Kinderarme gen Himmel und ließ sich von einer imaginären Zuschauermenge feiern wie ein Boxer, der gerade den Weltmeistertitel errungen hatte. Dann half er mir, den Zahn zu suchen und am nächsten Tag gab er mir 2,50, weil seine Eltern diese Zahnfee-Geschichte mit dem Milchzahn unterm Kissen betrieben. Ich stehe in meinem Kinderzimmer und schaue mich um, aber die erwartete Welle an Emotionen kommt nicht. Keine Erinnerungen an Phil. Wir waren selten hier, manchmal draußen, aber meistens bei ihm. In einer halboffenen Schreibtischschublade sehe ich ein verknicktes Oktavheft, auf das ich vor 15 Jahren den Grund dafür geschrieben habe, in großen schwarzen Buchstaben. Tekken. Eigentlich gehörte die PlayStation Phils Vater. Ich mochte ihn von Beginn an, weil er so viel jünger war als meiner und richtig doofe, gute Scherze machte. Ich beneidete Phil manchmal um seine Beziehung zu seinem Vater, aber natürlich sagte ich das nie jemandem. Phil war ein Schlüsselkind und da seine Eltern nicht vor 18 Uhr heimkamen, hatten wir jeden Tag 3 geheime Stunden mit eben dem Gerät, vor dem uns seine Mutter am liebsten beschützt hätte. Sein Vater merkte anhand der Spielstände schnell, wie der Hase lief und obwohl er uns abends dann gerne zu Lügengeschichten animierte, indem er uns vor seiner Frau fragte, was wir denn den Nachmittag über so Schönes gemacht hatten, hielt er augenzwinkernd dicht. Und so ging das jahrelang. Schule, Tornister zu Hause abliefern, schnell was essen und dann meiner Mutter auf die Frage, wo ich denn nun schon wieder hinwolle, Tekken mit Phil, antworten. Ich glaube nicht, dass sie je wusste, was ihr Sohn da sagte, aber ich nahm es ihr nie übel, dass sie nicht nachfragte. Ich durchblättere 16 Seiten mühevoll abgemalter Tastenkombinationen. Es ist merkwürdig, an was man sich erinnert, was man assoziiert. Ich ging 10 Jahre zur Schule und ich erinnere mich kaum an meine Lehrer. So viel ich auch mit Phil erlebt habe, nichts ist so präsent wie das Bild von uns beiden, wie wir vor dem Fernseher seines Wohnzimmers hocken und ein Prügelspiel spielen. Aus Tekken wurde Tekken 2 und 3. Wir bekamen nicht genug davon. Ich spielte sonst keine Videospiele, aber dies war meine erste eigene Tradition, lange bevor ich genau wusste, was das war. Es verband uns. Natürlich machten wir das nicht jeden Tag, so sehr meine Erinnerung mir auch das vorgaukeln möchte, aber an jedem anderen Tag wünschte ich, es wäre so. Ich verlasse unser Haus durch die Vordertür, gehe aber noch einmal ums Haus, um meinen Eltern auf Wiedersehen zu winken. Mein Vater nickt mir zu und wischt sich die kahle Stirn mit einem Wischlappen ab. Meine Mutter ruft mir etwas, was ich nicht verstehe. Ich gehe zu Fuß und lasse mein Auto stehen. Ich rede mir ein, dass mir die Bewegung gut tut. In Wirklichkeit will ich wohl einfach nicht so schnell ankommen. Ich habe Angst. Es gab kein einschneidendes Erlebnis, das unsere Wege trennte, keinen Streit. Rückblickend erscheint es mir unerklärlich, wie ein Mensch, der einem für eine solch lange Zeit derart wichtig war, plötzlich aus dem eigenen Leben verschwindet, ohne dass man es bemerkt oder Abschied nimmt. Ich fing nach der Schule eine Ausbildung an, er ging auf die Oberstufe. Wir hatten keinen gemeinsamen Schulweg mehr, ich musste nachmittags arbeiten. Manchmal trafen wir uns am Wochenende zum Spielen. Inzwischen hatte auch seine Mutter nichts mehr dagegen, aber immer öfter kam was dazwischen. Ich hatte auf der Berufsschule viele neue Leute kennengelernt und bald fand ich Mädchen interessanter als Videospiele.
Es stehen mehr Menschen vor der Kapelle, als ich erwartet hatte. Ich habe das Gefühl, keine Luft zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das an der Hitze, der Krawatte oder der Angst liegt. Ich gehe eine Runde um den Friedhof, um nicht so früh da zu sein, um meine Atmung zu beruhigen. Als ich zum zweiten Mal zum Tor komme, ist die Menge sichtlich geschrumpft. Lediglich die Raucher stehen noch vor dem Eingang. Ich atme tief durch und gehe zur Kapelle. Meine Mutter hatte die Todesanzeige in der Zeitung gelesen und rief mich an. Ich sagte lange nichts, dachte nichts. Ich spürte nur diesen Knoten in meinem Bauch, pulsierend, wachsend. Die Trauerfeier ist am Samstag. Gehst du hin? So viele Gründe fielen mir ein, es nicht zu tun. Die lange Zeit, der abgebrochene Kontakt, meine eigentlichen Pläne fürs Wochenende. Ja, sagte ich, natürlich. Ich betrete die Kapelle. Die Bänke sind alle besetzt oder werden für die Raucher besetzt gehalten. Daher nehme ich die Treppe, die zu einem kleinen Balkon hochführt, auf dem auch die Orgel steht, und setze mich. Die Orgel spielt, der Pastor fängt an zu sprechen und ich an zu weinen. Ich wurde nach der Ausbildung nicht übernommen, aber Banken gibt es überall und ich hatte eh genug von Kleinstadt. Phil machte gerade seinen Zivildienst und obwohl wir nicht mehr viel miteinander zu tun hatten, bot er mir an, mir beim Umzug zu helfen. Als wir schließlich den letzten Karton aus dem gemieteten Transporter gewuchtet hatten und mit meinen Eltern, meinem Onkel und noch ein paar Freunden in meiner neuen Wohnung saßen, versprachen wir uns, trotz der Entfernung wieder mehr Kontakt zu haben. Er würde mal am Wochenende vorbeikommen und dann würden wir Tekken spielen, wie früher. Ich war begeistert von der Idee. Wir trafen uns danach noch ein paar Mal, zufällig, auf Partys von gemeinsamen Freunden und nahmen uns das jedes Mal wieder vor. Das letzte Mal vor etwa 8 Jahren. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht einmal bemerkt. Philipp Rösler, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Der Pastor nähert sich dem Ende seiner Rede und ich bin heilfroh über die Taschentücher, die mir meine Mutter eingesteckt hat. Trauerfeiern haben diese bestimmte Atmosphäre, dieses geballte Leid, gegen das ich nicht ankomme. Ich beiße die Zähne zusammen und versuche nicht zu schluchzen, während mir die Tränen runterlaufen. Die Orgel fängt wieder an zu spielen. Alle stehen auf, die Sargträger kommen und tragen den Sarg fort. Und ich warte, bis fast alle Gäste ihnen gefolgt sind, weil mir meine Tränen peinlich sind. Außerhalb der Kapelle spielen ein paar Kinder Fangen und ich beneide sie für ihre Unbekümmertheit. Und dann sehe ich Phil. Er hat Gewicht verloren und er trägt einen Bart, aber ich erkenne seine Augen. Ich versuche irgendwas zu sagen, aber ich kann nicht. Er nimmt meine Hand, drückt sie mit all seiner Kraft und sagt, danke, dass du da bist, Mann. Ich fange wieder an zu weinen. Ist doch klar. Er lächelt und ich versuche zu lächeln und wir stehen da auf der Beerdigung seines Vaters und lassen unsere Hände nicht los.